Oliver Brunhart, du bist Teil einer Gruppe, die heute Morgen vorm Landtagsgebäude vor Beginn der Landtagssitzung demonstriert. Euer Anliegen, politischer Anstand, vermisst ihr den? Ja, ich persönlich, aber auch der, wo da sind, der, wo im Steuergremium sind, vermissen den Anstand, den Grundanstand der Politik, wo der letzte Zeit verloren gegangen ist. Sie sind einer der wenigen, die dann auch noch aus dem Landtagsgebäude gekommen sind, um mit den Demonstranten zu reden. Was hat Sie vor die Türen des Landtagsgebäudes geführt? Ja, grundsätzlich, wenn schon Leute da sind, die sich um bestimmte Themen interessieren, da geht es jetzt um einen Anstand im Landtag, dann nachher, in meinen Augen ist es meine Pflicht, dass ich da mich zeige. Und ich denke auch, dass ich vielleicht auch für gewisse Sachen direkt angesprochen worden bin oder dass man mich persönlich meint mit bestimmten Sachen. Und darum bin ich auch da. Es ist immer gefordert worden, jetzt auch von den Demonstranten, Anstand, Aufarbeitung. Was sagen Sie zu diesen Forderungen? Gut, Anstand, es ist eine Sache von der Optik und vom Ohr, je nachdem, wie man das hört. Aber die Leute, wo sich da für einen mehr Anstand einsetzen, sollten halt auch sich vielleicht vermehrt und stärker mit unserem demokratischen System beschäftigen, mit unserem, wie bei uns etwas ablaufen muss. Ich glaube, dann hätten sie das eine oder andere auch besser verstehen.